Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Gemeinderade im LS19 am Sonntagmorgen. Einen wunderschönen. Oh. Gut, keiner sagt was. Ja. Hallo, ich hab doch schon Moin gesagt, eigentlich. Ja. Also, eigentlich. Hatten wir aber, glaube ich, nicht ganz so gut verstanden, ein bisschen und da war es. Laut dem, ja, was ich gehört habe. Fan. Auf alle Fälle habe ich gerade den Ladewagen verkauft, ja, genau. Was drin war. Das heißt, wir haben dafür jetzt knapp 10.000 gekriegt, oder? Kann das sein? Bisschen mehr. Okay, das waren wie viele Liter? 54, oder? 1000. 44.000. Ja, geht. Aber wir müssen dann nochmal die Ladewagen upgraden, wenn wir schon die Traktoren upgraden, weil die sind echt arg klein. Ja, vorher brauchen wir mal größere Traktoren. Ja. Und vielleicht mal ich zumindest ein gescheites Lenkrad. Also ja. Ich gehe 29, Hashtag Werbung. Warte! Was kommt jetzt? Da kommt der Text. Also passt. Ich glaube, er hat Angst, es zu sagen. Ja. Und kurz den Text reingeschrieben. Aber gut. Ja. Oh, jetzt dann aber. Die Hashtags sind voll. Ja, die Hashtags sind komplett aufgebraucht. Eieieiei. So. Leute, ich glaube, ich hab's bald mit ansehen. Ja, noch einmal 1, 2, 3, 4, 5. Boah, da muss ich mich echt beeilen, ey. Ich hab noch, ich würde mal überschlagen und sagen, 5 ganze Bahnen. Oder 6. Nee, da muss ich mich echt schicken. Oh, ich hoffe mal, mein Dünger, Saatgut dürfte auf jeden Fall noch ausreichen, aber Dünger. Soll ich vorbeikommen? Nee, geht noch. Ich hab noch 28 und 20. Haben wir das eine Förderband mit drauf? Wer ist? Flipsi! Ja. Bin endlich mit dem Zettel fertig. Mähen. Jetzt darfst du noch wenden. Kreisel heiern. Jo. Wenn du den Case brauchst, muss ich erstmal kurz die Mähwerke abhängen. Nee, ich fahr mit meinem Johnny. Also, was heißt mein Johnny? Der ist jetzt der gemeine Johnny. Also, ich fahr mit dem 75er. Kannst du dann noch die Fahrzeuge reparieren? Ja, mach ich gleich. Die Mähwerke meinst du? Ja. Und zeigen nicht direkt. Wenn er bloß das Heckmähwerk, weil der Frontmähwerk habe ich erst mal repariert. Das ist jetzt schon wieder auf 11,1%. Das ist nicht gut. Was, der Verschleiß meinst du? Ja. 11,2%, ja. Das macht eigentlich keine, das ist eigentlich noch nicht viel. Aber das ist krass. Ja, wenn es mal so auf 70% ist, dann sollte es mal reparieren, aber vorher lohnt sich es eigentlich nicht so richtig. Nein! Nein! Warte, das will ich sehen, was dir passiert ist. Ja, ihr bleibt jetzt wieder stecken. Ich hab's gleich. Ja, komm, zieh an. Dann schaffst du. Ja, ich bin 3. Er hat's geschafft. Sebi? Ja? Ich kuschel dir. Wolltest du mich anschieben? Ja, zwei jetzt gleich. Er kommt nicht ran. Wie schnell kannst du fahren? Kuschelparty, ich will auch mitmachen. Flipsi, wie schnell kannst du fahren? Ich kann 53 fahren, wenn ich gar nicht. Ich fahr bloß 50. Apropos Flo, die Kuschelparty ist schon beendet. Oh. Egal. Aber ich war Knallgas. Also, die PS-Zahl, also die KMH-Zahlen gehen langsam hoch, aber sie gehen hoch. Ich bin Topspeed. Ja. Er ist im geflüchtet. Haben wir immer noch die MB-Trucks am Hof? Einen? Wieso? Ja, der 900er, wo meiner ist. Den kleinen vom Flo halt.
Den habe ich gerade gemerkt, weil ich den gerade vom vom Z wegfahren, vom Wender wegfahren musste. Ja, schön. Weil ich mit dem Case wenden will. Jetzt habe ich mich schon langsam an den Case gewohnt. Man braucht also seinen Sim24er gar nicht mehr. Junge, jetzt bremsen die in der Kurve. Blöder. Oh. Oh Gott! Und wieso bremst er nicht in der Kurve? Weil das Kraft braucht. Ich gehe einfach bloß vom Gas. Eha, jetzt kommt auch noch Verkehr. Gegenverkehr meine ich. Ich glaube, der kommt überall. Ja. Aber der kommt nicht, wenn man auf der richtigen Seite ist. Jetzt fahre ich schon wieder bloß auf 54 km/h. Brauchen wir mal ein Polizeiauto? Nee. Ja. Wenn dann Lamborghini Ursus, ne? Der vor mir ist langsamer als ich. 3 km/h. Ja, du. Ich hab gemerkt, dass irgendwas. Ich hab grad gesehen, dass der Bot hat mir gerade geschrieben, der ME6. Muss grad schauen, was der hat. Ich überhole ein Auto mit 1 km/h. Ich von euch beiden hat den Bot kaputt gemacht. Was hat er geschrieben? Oh! Er hat gerade geschrieben, der hat irgendein Problem, muss ich mal schauen. Ich weiß gar nicht. Ah. Oh oh. Hilfe. Ich müsste Zugriff auf den Bot haben. Hast du die Rolle Bot-Programmierer ein bisschen umgebaut? Eigentlich nicht. Ich auch nicht. Da habe ich extra dafür erstellt. Oh, scheiße, du. Könntest du was da Administratoren machen dann? Okay. Nicht, das kann ich nicht auf den Bot zugreifen. Hast du normalerweise, oder nicht? Nee, das ist irgendwie draußen. Okay. Okay. Drüber hier. So. Müsste ich ja, jetzt mein... haben, Admin. Ja. Aber mein Johnny hängt hier. Ah! Mein Johnny hängt hier auf der Mauer. Oh, warte, warte. Ah, auf der unbekannten Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer. Sitzt ein kleiner Johnny. Sitzt ein kleiner Hirsch. So passt eher. Oh Scheiße. Ich jetzt mal unten hier, meine Fresse. So, hier ist irgendwie ein bisschen Stau. Ich weiß nicht wieso. Auf den anderen Seiten ist alles frei. Ich könnte mir wohl, ne? Nee, nicht wenn man quer drin steht. Oh, könnte kritisch werden, Mann, ne? Wieso stehst du quer drinnen? Weil ich an der Mauer hängen geblieben bin. Ganz leicht außen mit der Stange. Also mit Abschleppstange. 11.000 gibt es. Ja, ist schon gut. Wieder eigentlich. Oh Gott. So, dann passt. Oh Gott, die rutscht gerade ein bisschen. Wie viel? Ja. Eieiei. Oh, der letzte Streifen, dann bin ich fertig. So. Inzwischen hat sich die Lenkung auch wieder beruhigt. Oh! Das hört sich nie immer so gut an, wenn du schreibst einfach. Ja. Wieso ist jetzt der Anhänger komischerweise mitten im Tunnel irgendwie oben in der Wand hängen geblieben? Dann lupft es mich und dreht mich einfach einmal komplett. Ja. Das kann ich dir auch sparen worden. So, ich fahr wieder mit 50 km/h zum Hüfte. Okay, schnell rein hier. Oh, jetzt schau ich mal kurz, was der Bot hat. Ja. Ja, alles gut. Ja. Ich bin immer zufrieden. Nein, nicht auf YouTube, nicht auf mein aufs YouTube-Studio. Ja, bitte mal was drin. Oh Gott. Aha. Und wir müssen noch davor verlieren.
Flo. Jo. Wenn ich mal wirklich sau viel Geld habe, also auch genug Geld, dann kaufe ich mir einfach mal so eine John Deere Kabine und baue dich so um für alles. So eine vollwertige mit Klima auch. Ja. Mit allem. Kann ich nicht. Die Bilder schon nicht mehr rein. Das spielt zwar nicht so ganz, aber. Ja, funktioniert nicht gut. Hat ein Befehl den Pass, glaube ich. Schau mal, wo geht ein Befehl. So. Jo, jetzt geht er wieder. Passt. Aber ich weiß nicht, wie lange er noch geht. Das sieht aus. Mal ganz kurz hier nehmen. Kann man wieder ganz gut was da. Philipp? Ja. Ich sag dann, wenn ich am letzten an der letzten Wiese bin. Mit Wänden. Da müssen wir nämlich langsam loslegen und schwadern. So steht der Ball nicht mehr so komisch dran. Nein! Oh. Das ist ja geschwächt. Ja. Soll ich kommen? Nee, wenn. Nein. Du brauchst nicht kommen. Doch nicht. Also. Nicht wenn da kommen. Das Problem ist. Jetzt machen wir doch mal ein bisschen was raus hier. Wenn man so halb im Silo ist und so halb auf dem Teerboden, rutscht man im Silo leicht. Dann dreht er da ja durch. Die Diffsperre bringt es irgendwie nicht so ganz hin. Also. Das haben wir hier mal gesehen, wie das Sacken drin hier. So, braucht er den Wagen dann? Ja, oder? Hm? Braucht er den dann? Ich fahre das jetzt noch weg. Ich bin den Fendladewagen erstmal dann. Oh Gott! Was war? Ja, du warst. Ich war hier hingestanden. Ich hab doch, du rennst gerade auf die Straße. Nee. Oh. Aber die Bremsen gehen nicht gut. Allgemein in der LS gehen Bremsen nicht so gut. Kann ich jetzt gar nicht so sagen. Okay, das war schnell. Wunderbar. Der Schwung der Bärsten, ne? Ja, dann bringt man nochmal ein Schlückchen, bis der voll ist. Ich glaube, zwei Anhänger sind so. Oder Flo, wirst du gleich wegfahren? Die Silage, dann fange ich gleich Wadern an. Spaden. Kannst du gerne machen. Dann fahre ich jetzt an die Seite. Komm ich hier rum? Nee, komm ich nicht. Welchen darf ich denn nehmen? Ich nehm den Unimog. Oder? Ja, ich nehm den Unimog. Ja, kann ich machen. Aber warte mal. Der Ballenwickler war da schon immer so gestanden, also ich weiß ja nicht, ne? Oh, wer hat denn da? Ja, normal schon. Och man, Flo. Bei denen. Hast du jetzt den kleinen MP3 genommen, um das Saatgut rauszufahren? Wo fährst du hin? Hallo? Oh, Silo? Zufällig pusht du Teug an, weil bei mir manchmal gar nicht gehört bist. Der Flo muss eigentlich Push-to-Talk anhaben. Ich will ja bloß wieder auf die Seite fahren, damit ich da hinten rein kann. Ja, was ist los? Hast du Push-to-Talk an? Nein. Nein. Also Discord manch. Ja. Nee. Wieso soll ich Push-to-Talk anmachen? Weil bei mir manchmal deine Stimme immer aussetzt. Ja, das zum Beispiel, an, wenn du anmoderierst. Das liegt an deiner Internetverbindung. Wenn eine zu schlecht oder an deiner. Nee, weil wenn meine schlecht wird, dann würdet ihr auch lecken. Und das tut ihr nicht. Ja. Also bei mir läuft die gut, die vom Flo. So, zack, jetzt sind wir wieder dran, 20.000 Liter mehr im Lager.
das Gewicht, was ich schon Baby? Ja? Hast du vielleicht ein paar Beile auf die Seite geschoben? Ja, die habe ich mit Absicht übergeschoben. Ach, da waren noch welche, ne? Ja. Flor, die mache ich mal schnell weg. Einfach so in die Ecke geschoben. Ja, passt. Ich komme gleich mit dem Skorpion. Komm ich da rein? Oh, natürlich nicht. Der Skorpion steht eh vor der Ausfahrt auf dem. Ja. Ey, irgendwie Flo, du räumst nix auf, ey. Was denn? Ja, der Fett steht irgendwo. Ey. Ich hab den Fett steht irgendwo geparkt. Mit. Der steht nicht mitten im Hof, der steht schön an der Seite. Ja. Ja, mein, glaube ich, du stellst nix in die Halle. Wieso soll ich ihn in die Halle stellen, wenn ich ihn dann eh gleich wieder brauch? Für was? Zum weiter ansehen? Stimmt, du willst ja noch weiter ansehen, ne? Ich glaube, ich bin noch nicht fertig mit unseren Feldern. Außer jemand von euch will es übernehmen. Ein. Nö, alles gut, kannst schon machen. Kann was tun. So, warte mal. Genau. Du musst eigentlich irgendwo da hinten stehen. Ah, genau. Hier. Dieser hat ja erstmal hier alles ausgemacht. Ach, warte mal. Ich hab denn hier die Gangschaltung rausgemacht. Du musst einfach bloß rückwärts reinfahren hier, Flo. Achso, da geht's rüber. Ich hab das noch nie auf dem Schirm gehabt, dass da immer so eine Einfahrt ist. Eigentlich auch nicht. Obacht! Moment, bin ich ganz um. Warte. Ich muss das so umdrehen, warte. Ich hab's gleich. Da hinten in den hinteren zwei Ecken sind wir, ist das drin. Für dich. Ah, doch. Klappt man das gut immer aus. Ist das nicht an? Ah, ist das. Schau nie. Ah, da hinten klappt man wieder mehr. Was ist, Sebi? Nicht standen. Ja. Flo. Was ist? Hast du vielleicht den Johnny einfach irgendwo mit den Kids dastehen lassen? Johnny? Meinen ja. Ich war in dem noch gar nicht drin. Ja, okay, dann haben ich da stehen lassen. Ich bin dann hochgefahren, hab meine Sehmaschine voll gefüllt. Dann habe ich das Saatgut rausgefahren. Nein! Und jetzt bin ich hier. Nein, Auto, nein! Du bist jetzt brav zu mir und lass mich mal vorbei. Da fahre ich euch auch mal kurz den Johnny weg. Nee! Was? Oh! Steht der Weg für die? Ja. Die Spur, wo ich gerade kommen bin, da die war komplett zu. Eigentlich habe ich den so gestellt, dass nicht im Weg stehen sollte. Ja. Warte mal, ich mache jetzt 300 IQ-Trick, wenn er klappt. Wofür habe ich wieder davon, glaube ich so. Oh, wie gesagt, ich komme da nicht ran. Ah, hier nicht. Ende der Zaun, oder? Oh ja, du da. So. Schauen wir das Zaun mal komplett aus. Aha! Ist gut, die Frage ist nur, flacken noch irgendwo Ballen rum. Oh Gott. Ja. Haben wir eigentlich Vermehrungsgras mit drauf? Ich glaub's nicht. Oh, hoppala. Gibt es überhaupt das Mod? Oh, hoppala. Bleibt einfach stehen. Man flacken da auf dem Feld auf der Wiese noch irgendwo Ballen rum? In irgendeiner Ecke? Nur in den zwei Ecken. Ja, nur zwei Ecken habe ich weggeschoben. Und wo ist der Rest? Im Lager. Also, die hast du weggeräumt, okay. Schauen wir nochmal hier die Runde und gucken, ob alles clear hier ist. Sieh mal, ich habe gar nichts weggefahren, nur die waren da. Waren da nur so wenig drauf? Da hatten wir mal mehr drauf.
Oder haben wir die teilweise schon mal runtergeräumt? So, noch mal den Skorpion hier wieder schön hin. Mal hinstreifen. Ist das üblich mit 80 km/h auf dem Feldweg? Nee, ne? Schwierige Frage, aber ich glaub's nicht. Hier ist er noch nicht gezerrt auf der Kuhwiese. Oh, ja, ich hab die andersrum gemacht. Oh. Du musst die Wiese fahren, in der Nähe, wo du dein Johnny abgestellt hast. Da habe ich schon zettert. Ich bin gerade auf der Wiese 34 beim Wenden. An die Kuhwiese fahre ich als letztes. So, warte mal, wo muss denn die Silage hingebracht werden? Ich weiß einfach mal zu. Zum Viehhändler, also da, Strohviehhändler, wo man die Gülle ankaufen kann. Der Preis steigt sogar. Flo. Zum Viehhändler hin, oder? Zum Viehhändler gegenüber. Okay, da, wo man die Gülle auch kaufen kann. Ach, da hinten. Okay, ich dürfte dich finden, hoffe ich mal. Hi, Baby! Wo seid ihr denn? Ah, da unten. Machst du denn alle? Die sind alle relativ nah zusammen. Ah, da hinten sehe ich euch. Gruppenkuscheln, oder? Dann sind wir gleich noch ein bisschen weiter auseinander. Zum Glück. Nicht schon wieder Gruppen. Sebi? Ja? Magst du vielleicht ein bisschen schneller zum Arbeiten? Machst du vielleicht auf eine andere Wiese? Wir haben ja nur eine. Die schon fertig. Nee, weil ich bin jetzt hier und hab schon ausgeklappt. Ja, dann warte, bis ich wenigstens ein bisschen weiter bin. So ist mehr Arbeit war das ich normalerweise. Ja, aber ich nutze sie nicht. Gut. Das kann man doch durch. So, warte mal. Ich glaube, da. Ich fahr jetzt einmal außen rum rein. Punkt. Ich glaube, ich bin richtig. Nutz immer meine. Fahr immer meiner Spur nach. Aber keine Ahnung. Philipp. Ich fahr dir einfach entgegen. Ja. Wieso fahrst du mir immer entgegen? Ja. Weil ich jetzt mit. Ja, mit dem Uhrzeigersinn fahr. Ich muss halt jetzt gegen den Uhrzeigersinn fahren. Dass Flo, das war richtig. Ja, der Platz, wo du warst, war richtig. Das war auch der einzige irgendwie logische. Wo man die Gülle kaufen kann, glaube ich, ist nicht so optimal, wenn man da Silage reinhaut. Meine Meinung. Ja. Ah, der Primo war auch schon 13,7 Stunden drauf, ne, Mann? Ja. Wie viele Stunden haben wir jetzt insgesamt auf der Gemeinde Radl schon? Uff, keine Ahnung, so viele jetzt. Also ich glaube 30 reicht auf gar keinen Fall mehr. Ich glaube, nee. Wir haben mindestens schon 50. Wir haben natürlich auch viel offline mal gezockt. Naja, sehr viel offline. Ja, sehr viel. Aber ja, wir dürfen uns fürs Zuschauen der ersten Folge auch schon mal wieder bedanken für heute. Heute wir sind in der zweiten Sonntagsfolge, soweit ich weiß. Nee, wir sind in der ersten Sonntagsfolge. Egal, ich hab nichts gesagt. Nee, schneiden wir raus, was. ja, auf jeden Fall, wie gesagt, wir dürfen uns fürs Zuschauen bedanken. Ich hoffe, es hat euch wieder gut unterhalten, gut gefallen. Es kommt natürlich nochmal den legendären Spruch, den wo jeder auswendig kennen muss. Ein Däumchen wäre ein Träumchen und kostet euch auch keinen Cent. Den roten Button unten grau machen, wenn es noch nicht getan ist.
Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, schönen Tag noch. Schönen Sonntag. Ja, genau. Schaut gerne mal beim Sibi vorbei. Ist natürlich unten. Unten in der Videobeschreibung verlinkt. Unten oben in der Videobeschreibung verlinkt. Und da wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntagmorgen und wir sehen uns dann am Mittag zu einer weiteren Folge hier auf der Gemeinde Radio. Und bis dahin macht es gut. Wenn es wieder heißt, willkommen. Willkommen auf der Gemeinde Radio. Ja. Wie gesagt, einen wunderschönen restlichen Sonntagmorgen und wir sehen uns. Bis dann, haut rein und ciao, ciao. Ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star.